Shalom, Salam und der Friede des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Heute zum vierten Tag der Woche, da Gott an diesem vierten Tag Sonne, Mond und Sterne, also das Licht der Welt, erschaffen hat, in sichtbarer Form, lesen wir aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 4, 16 und Jesaja Kapitel 9, Vers 2. Matthäus 4, 16. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Ab Vers 15. Matthäus 4, ab Vers 15. Land Zebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an, Amen. Und jetzt Jesaja 9,5. Du vermehrst den Jubel. Das Volk, Jesaja Kapitel 9, ab Vers 1 und folgende. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn uns gegeben. Amen, Herr Jesus. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, Pele Yoetz, Gott hält El Gibor. Vater der Ewigkeit, Avi. Fürst des Friedens, Shalom Adonai Yeshua, Adonai, Adonai Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Ben Elohim, Ben Elohim. Amen. Amen. Ja, Amen.